Ja, hallihallo, willkommen zurück. Hier ist der Fallagat in meinem Let's Play Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Und ihr seht, wir sind schon weit vorangeschritten. Über 200 Runden haben wir uns schon gequält, um endlich diese fünf Städte hier fertig zu kriegen. Viel mehr ist eigentlich auch nicht passiert. Wir halten uns aus allen Problemen im Moment ja raus. Haben noch hier und da ein paar Aliens. Ein Alien-Nest haben wir zerstört. Unsere Bauvorhaben werden in Bälde fertig sein. Ebenso die Biochemie-Zap gleich mal in Runde 213 rübergehen. Auf dass es mal etwas spannender wird. Die Bautrupps habe ich auf Automatik gestellt. Hier ist zum Beispiel gerade einer fertig geworden. Den schicken wir in die automatisierte Automatisierung. So. Observatorium könnten wir bauen. Das bringt Wissenschaft plus 2 und plus 1 durch Phyraxit. Haben wir ja. Dann würde ich das natürlich sofort bauen. Wissenschaft ist unser zweites Steckenpferd gleich nach der Kultur. Wir haben hier sogar noch einen Trupp Marines. Die könnte man jetzt natürlich endlich mal runterschicken zum Entsorgen der Wolfskäfer, aber dann würden wir bei den anderen Fraktionen den Eindruck vermitteln, wir hätten was gegen Aliens. Und nein, das will ich natürlich nicht. Wegen der Diplomatie. Verarbeitung, 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 Verarbeitung. Verarbeitung, Verarbeitung. Die Biochemie auf dieser Welt ist wie ein guter Vertrag. Sie sieht einfach aus, doch im Detail steckt so mancher Teufel. Alles klar. Gut, was ermöglicht es uns? Die Wasserraffinerien und die petrochemischen Anlagen. Das heißt noch mehr Wirtschaftsleistung und die Wasseraufbereitung wird sicherlich für das Wachstum sorgen. Wir werden das dann gleich sehen. Im Moment sind ja alle Bauvorhaben noch dabei, sich zu beenden. Und ja, was haben wir hier? Energiesysteme, Produktion durch Steinbruchmodernisierungen. Ich würde natürlich schon gerne Terraformung, ist sicherlich auch witzig. Ja, wir sollten vielleicht doch mal hier jetzt erstmal so die kleinen Sachen, die relativ schnell von der Hand gehen, vom Forscher gehen, durchführen. Ja, und ich muss sagen, ich zoome mal raus. Ja, diese Halbinsel sieht schon gut aus. Haben wir im Griff? Muss nur noch wachsen. Das ist natürlich so ein Ding für sich. Aber da wir episch spielen, zieht sich das, wie gesagt, alles auch um das Doppelte. Deshalb wären noch einige. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nations. Aha, okay. Die gute Frau möchte also einen Gefallen und dafür zweimal Phyraxit für 45 Runden. Das nehmen wir mal an. Haben da noch 7. Und wir haben einen Gefallen bei der guten Dame. Gut. Le commerce fonctionne quand on comprend l'autre. Und die Franzosen möchten also Erdöl. Einen Gefallen, das nehmen wir auch noch an. Haben wir immer noch 12. Erdöl haben wir wirklich reichlich. Wir sind aufgesch. Wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten, mein Lieber. Yeah, nicht schlecht. Fragt mich nicht, wie ich da hingekommen bin, aber wir haben es geschafft. Produktion können wir wählen. Jawohl, in Azraya. Da haben wir fertig das Labor. Und natürlich könnte man jetzt auf das Alien-Reservat gehen. Bringt Energie, bringt Wissenschaft, bringt Kultur. Und
Wir brauchen dringend Gesundheit. Da gibt's doch auch was von Ratio. Na, ich sag's nicht. Keine Werbung. Nächste Runde. Die Verarbeitung dauert jetzt natürlich immer etwas länger, umso weiter auch die anderen fortschreiten. Wie man sieht, unsere Küsten werden noch immer von Meerdrachen bewacht. Alles im grünen Bereich also. Und hier, was haben wir denn hier? Wieso sind hier so viele Aliens? Hier gibt es ja gar kein Nest. Was hüpfen die Wolfskäfer also hier herum? Ich lasse sie natürlich leben. Miasma beseitigt, das ist wahrscheinlich dann hier gewesen. Also dieser giftige grüne Nebel, der unsere Einheiten schädigt, beziehungsweise unsere Baufahrzeuge nicht mehr. Die sind ja inzwischen immun dagegen. Und die Stadt ist gewachsen auf 4. Düdelü, Rödel, Rödel. Und haben beendet die Reliquie der alten Erde. Und jetzt würde ich doch mal schauen. 12 Runden plus 3 Gesundheit. Ja. Weil wir kriegen hier tierische Malus. Minus 12, minus 12, minus 1 Kulturenstätten. Das ist. Igittigittigitt. Na. Das müssen wir auf jeden Fall unter Kontrolle bekommen. Wenn wir erstmal im grünen Bereich sind, dass alles im grünen Bereich ist, dann haben wir eine Sorge weniger. So, bitte warten. Und ich habe immer noch keine einzige Straße gebaut. Und ich weiß nicht, warum die keine Straße bauen wollen, freiwillig. Ja, wer weiß. Fehlt der Asphalt. So, hier bauen wir noch Alienreservat. Das Observatorium ist bald fertig. Und hier bauen wir ein Bautrupp. Nein, natürlich nicht. Das ist mal rein, eine Xeno-Treibstoffanlage. Oh, ein Wunder gebaut von General Vadim Koslov. Zwar die Panoptikon, ah je, Panoptikon. Und ein Dulü. Ja, danke. Schauen wir doch mal. Universum unter Beobachtung. Dieser Planet ist geologisch gesehen ziemlich anders als die Erde. In vielen Belangen sind seine natürlichen Effekte weitaus schädlicher, als wir angenommen hatten. Zum Glück haben wir durch dieses neue Observatorium die Gelegenheit, mehr über unseren Planeten zu erfahren und dieses Wissen zu unserem Vorteil zu nutzen. Die Frage ist nur, in welche Richtung wir unseren Blick wenden sollen. Auf die unsichtbaren Neutrinos, die unentdeckt um uns herumschwirren, oder auf die Himmel, mit denen unsere Augen noch nicht vertraut sind. Ah, Mikroebene plus 2 Stärke durch Observatorium oder Sehbewegung. Ja, ich würde sagen, die Stadtstärke plus 2 durch die Observatorien ist. Also für die Zukunft wichtig. Stadtverteidigung ist sowieso bei mir recht mau, denke ich mal, aber noch. Lassen mich alle in Ruhe. Ja, die Questentscheidung ist abgeschlossen. Der hat das entwickelt und hier wurde gebaut das Observatorium. Jawohl. So, die Wasserraffinerie kann nur an Küstenstädten gebaut werden. Okay, plus 1 Nahrung, plus 1 Produktion durch Wassergeländefelder. Ja, ich glaube, das kaufe ich. Das lasse ich bauen. Ich habe ja nur 2 Küstenstädte. Naja, gut, okay. Besser wie nix.
Venga, volvámonos más ricos. Ja, Venga, Venga. Erdöl willst du haben, hm? Für deine Kriegsmaschinerie. Haben wir aber noch genug, deshalb nehmen wir es an. Und sammeln noch fleißig weiter Gefallen. Bis wir halt dann das Erdöl brauchen für unsere eigene Produktion. Dann werden sie in Zukunft wohl etwas Pech haben mit den Verhandlungen. So, wir schreiten immer gleich weiter. Wir müssen jetzt hier nicht groß. Ich kann natürlich hier viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber so lang ist ein Tag ja gar nicht, also spare ich mir das mal. Die Wolfskäfer werden irgendwann ins Meer springen, panisch, wenn ihnen die Lebensgrundlage entzogen ist. So, es ist nichts passiert. Unsere Handelskonvois sind noch unterwegs. Aber wir werden in Bälde, zwar nächste Runde, einen neuen Wert freischalten können. 智慧和财富是最好的分享物。 Ach ja, die asiatische Wirtschaft benötigt also Erdöl. Ja, dann hier. Geh hin. Gentresor vollendet. Generalkontrolle vollendet. Also während alle Wunder bauen, wundern wir uns nur, wie die das schaffen. Der war so schlecht. Gut, okay. Ein Wert. Hat jetzt nicht alles keinen Wert. Plus 1 Bevölkerung. Erkundungseinheiten. Aha, das will ich haben. Da muss ich erst die beiden haben. Minus 10 Kultur erfordert für neuen Wert. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Plus 5 Energie in der Hauptstadt. Ah, eine halbe Gesundheit für jede Handelseinheit unter meinem Befehl. Ist natürlich blöd. Ich habe nur 2, es wäre eine Gesundheit. Gehen wir jetzt in den Forschung, in den Wohlstand. Da wollen wir hin. Das ist im Moment noch nicht so fremde Städte. Ich weiß nicht, ob da jetzt diese kleinen auch dazu zählen. Diese kleinen Mini-Cities, diese Handelsposten. Ich glaube nicht. Was haben wir hier? Ja, das ist jetzt noch nicht so pralle. Nein, warte mal. Was sagt er? Einen kostenlosen Wert wählen. Und einen neuen Geheimagenten rekrutieren. Jetzt kriegen wir noch einen Wert geschenkt. Dann sollte man das natürlich machen. Und es bringt ein Gesundheit im Moment. Oh ja, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bringt gleich mal plus 6 mit Stationen. Und jetzt muss ich mal kurz rausgehen. Stationsstufe, keine Ahnung, was die für eine Stationsstufe hier haben. Aber das sieht doch gut aus. Und wir können gleich noch einen Wert wählen. Können wir doch, oder? Oder auch nicht. Plus 10% Energie in jeder Stadt. Okay. Das war also der Boni. 60. Alles klar. Hat sich gelohnt. Ja, den hat er verendet. Den hat er verendet. Einmal frei. Ja, doch. Das hat sich gelohnt. No village was ever ruined by trade. Der nächste, der meine Erdöl will. Was haben die alle? Haben die alle nichts? Ich nehme natürlich fleißig die Gefallen. 45 Runden sind nur nie die Welt bei einem Spiel, was etwa 500, 600 Runden gehen wird. Aber so langsam 6 Erdöl, jetzt sollte ich dann langsam mal aufhören. In Mandira wurde eine Geheimoperation entdeckt.
Ja, ich habe ja keine. Also irgendjemand spioniert bei mir herum, macht irgendwas Schlimmes. Ich kann im Moment nichts dagegen tun. Spionageagentur, ja, das, okay. Wir arbeiten uns also schon darauf hin, solche Sachen abzuwenden. Das sollten wir in Bälde in Angriff nehmen. Und ich trinke jetzt mal einen Schluck, einfach rotzfrech. Ah. Ich liebe Computer, denn sie automatisieren das ganze ermüdende Zeug und geben uns so mehr Zeit für wichtige Dinge wie Marktmanipulation. Es scheint so, als haben wir nichts gelernt von der alten Erde. Aber Netzwerk, Spionageagentur, Raketenfahrzeug und Kanonenboot können wir jetzt bauen. Und hier sind wir fertig mit der Treibstoffanlage. Die bringt plus 3 Energie, plus 1 Energie durch Zenomasse, plus 2 Geld durch Händler-Spezialistenplätze. Sehr gut. Klonfabrik bringt mehr Nahrung, Netzwerk bringt Wissenschaft und plus 1 durch Kupfer. Die Zuchtstation bringt ebenfalls Wissenschaft plus 2 Nahrung. Ich denke schon, dass die Wissenschaft das mal. Ach, die Spionageagentur ist ein Wunder. Dann kaufen wir, dann bauen wir die mal. Ich will auch mal ein Wunder haben. Die anderen sollen sich ruhig wundern. So, was haben wir hier fertig? Streng geheim. Erforschen Sie das Computerwesen? Häkchen. Bauen Sie ein Gebäude des Typs Spionageagentur? Bin ich gerade dabei. Gut. Sehr gut. Forschung wählen. So, jetzt gehen wir natürlich mal hier weiter. Hier wäre der Gentresor ist ja schon gebaut worden. Also machen wir erstmal hier so die 7er. Wir machen jetzt erstmal so die kleinen Sachen hier so, die schnell vonstatten gehen. Auch wenn das wahrscheinlich ein Fehler ist, man muss sich schon auf eine Richtung spezialisieren. Aber wie gesagt, ich spiele das ja das erste Mal, also das zweite Mal. Das erste Mal habe ich ein bisschen angespielt, so vielleicht 100 Runden. Da bin ich natürlich jetzt schon weit, weit, weit drüber. So, Produktion, wer ist denn fertig? Azraya ist fertig geworden mit dem Alien-Reservat. Bringt nochmal Geld, Kultur und Wissenschaft natürlich. So, die automatisierten Fabriken, natürlich sollte man die bauen. Nahrung. Ja, wir bauen die, da geht dann alles andere schneller. Ich meine, ist ja klar, auf einem guten Fundament kann man auch ein gutes Haus bauen, sagt man ja immer nicht. Die Runden werden verarbeitet. Kleinmächte sind das, diese kleinen Outposts hier. Stationen. Stationen. So, machen wir mal Stationen in Runde 226. Schauen kurz. Nichts tut sich. Alles geht seinen automatisierten Gang. Also, next round. Und wir bekommen in dieser Session noch eine Questentscheidung. Belohnungen für alle. Mit dem Bau einer neuen Automatikfabrik sind unsere Bürger nicht mehr an manuelle Produktionsarbeit gebunden. Sie können ihre Energie für edlere Zwecke einsetzen, zum Beispiel Marktmanipulation. Aber was ist mit der Automatikfabrik selbst? Die automatisierten Systeme produzieren alles, was wir uns wünschen.
Den Zweck müssen wir aber vorgeben. Wofür wollen wir sie einsetzen? Für den Handel oder für den Verbrauch? Hier, Export und Handel bringt plus 1 Produktion durch die Automatikfabriken oder plus 1 Energie. Ach, mehr Produktion für die Welt. Wahrscheinlich hätte ich aufs Geld gehen sollen. Denn Geld regiert die Welt, auch die neue Welt. So, da haben wir das auch noch abgeschlossen in dieser Session. Die nehme ich jetzt schon wieder vorbei. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folgen. Die nächsten Folgen werden natürlich, es wird immer spannender, je weiter wir voranschreiten. Das kann ich nicht versprechen. Ich hoffe es aber selbst natürlich. Aber episch ist halt episch, auch was die Geduld angeht. Ich bedanke mich, hier war euer Fallager mit seinem Let's Play Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.